Morning Talk, oder? Was wollen die da hinten? Okay, es ist eher Evening Talk. Wir haben, wie viel Uhr haben wir denn überhaupt? Wir haben 22 Uhr und 45 Minuten. Ja, Fußball war mal wieder super gut. Wir haben 2-0 verloren gegen Leipzig. Eigentlich kann man das. Die Niederlage ist natürlich negativ zu sehen, aber das Spiel an sich, wie Hoffenheim gespielt hat, war eigentlich positiv. Also es ist eigentlich ganz gut, dass der Trainer nicht weg ist. Aber ja, ich war eh nie Fan von ihm. Aber alles Gute in deinem Leben. Aber ich hoffe, wir werden uns nicht wiedersehen. Ja, ich war einkaufen. Und das zeige ich euch heute. Und zwar hier. Go Asia. Asien Supermarkt. 24, keine Ahnung, ob der wirklich so lange aufhört, dass er so online. In Mannheim. Mein Freund hat den gefunden, das ist ein größerer Laden, da dachte ich mir, komm, wir gehen mal vorbei. Ich arbeite ja jetzt eh in Mannheim. Und dann kann man das mal machen. Ja, ich zeige euch mal. Meine Freundin will nicht drauf und die ist jetzt gerade hier auf der anderen Seite. Hey, du, was? Was ist? Hallo, ich wollte jetzt zeigen, was hier ist. Ja, geh mal weg, Anna. Ich schieb dir den in den Po. Ja, genau. Also. Oh, ich hab hier schon. Das hat meine Freundin gelandet. Potato Ramen. Chevy Textur. Nudel Make Beef Potato. Ja, gell? Pizza mit, Chips mit Pizzageschmack. Das habe ich in Japan gegessen. Ich weiß nicht, ob es dieselbe Verpackung ist. Ich glaube nicht, aber ist doch scheißegal. Ich meine, das, was hier so steht, ist nicht so gut. Ne? So. Alter, 100 Gramm, 540 Kalorien. Ach du Scheiße. Wie viel Gramm sind da drin? Bin ich blind? Scheißegal, also ich esse die nicht, das sind viel zu viel Kalorien. So. Dann kommen wir mal einfach das Bier hier raus. Bam. Na, ich werde wieder. Bitte. Danke. Kirin Ichiban. Kirin Ichiban. Jetzt kommt schon noch, was willst du jetzt? Kirin Ichiban. Special Edition. Keine Ahnung, warum Special, weil die gibt es eigentlich schon seit Monaten. Dann ein Sapporo. Ja, warum seid ihr so neugierig? Was ist denn Deutsch? Und dann ein ganz neues Bier, was ich noch gar nicht kenne, auch japanisches. Ikibier Yuzu. Das ist Bier mit grünem Tee. Also da bin ich gespannt, wie das schmeckt. Ich trinke jetzt davon heute nichts mehr, weil ich will das ja, wenn dann schon kühl, genießen. Aber das freut mich eigentlich. Natürlich war ich in dem Asialaden extra wegen japanischem Zeug. Deswegen, ich meine, das ist jetzt nichts Japanisches, aber das ist Chinesisch. Aber was ist das für eine Sprache? Ich denke mal, Chinesisch. Ist ja auch scheißegal. Aber wir haben geguckt, dass er. Ich habe geguckt, dass es Japanisch ist. Also, was ja. Ich bin Fan von Kimchi. Wenn ich gesehen habe, Kimchi. Ja, es ist immer noch nicht so. Ja, jetzt schon besser. Kimchi. Nudeln. Noch Nudeln, was ist das? Das kann ich gesehen. Was sind das? Koreanische schwarze Spaghetti mit Chayeng-Soße. Ja, ich. Gerösteter Chayeng-Soße. Ich weiß, was Chayeng ist, aber ich kann es nicht gerade. Also, wenn einer hier in den Kommentaren mir sagen kann, was Chayeng ist, was ist das da? Was ist das? Muss ich mal wegmachen gleich. Alter, was ist da noch? Was? Hä? Das hab ich gar nicht gesehen, dass wir das gekauft haben. Kennt man ja. Gibt es bei uns auch. Das ist aber mit Banane oder was? Was ist los? Das Zeug hier wird der Patrick auch kennen. Und der Martin. Und der Urwill vielleicht und der Danny. Das gab es immer auf dem Flug nach Japan oder zurück. So als Snack.
Die finde ich so richtig lecker. Hergestellt in den Niederlanden. Jawohl. Aber die finde ich immer ganz gut. Was ist das? Mochi. Das sind größere Mochi-Rollen mit Mango-Geschmack. Mango-Milch. Wahrscheinlich auch übelst ungesund. Ich muss mal ran, dass man das erkennen kann. Hier, so. Da ich ja gerade auf dem Trip bin mit gesund, ungesund. Hier. Naja. Wie gesagt, ich habe jetzt da. Weiß ich, so japanisches Zeug ist nicht so drauf geachtet, da habe ich mir Scheiß drauf. Ausnahmsweise geht es immer. So, dann noch mehr Mochi mit Banane. Banane. Oh, ich muss niesen. Hui, ui. Dankeschön. Noch mehr Mochi. Die sehen ein bisschen cool aus. Früchte-Mochis mit verschiedenen Sachen. Da hat 100 Gramm, hat 358 Kalorien. Ach du Scheiße, wie viel Gramm hat ein Mochi? Das ist doch halt normal. Das ist nicht normal, Alter. Alles, was gut schmeckt, kann man vergessen heutzutage. So, hier gibt's an jedem ersten Samstag im Monat gibt es 10% auf alles. Wir waren, heute haben wir den, was haben wir heute? Wir haben heute den. Nee, den haben wir heute nicht. Den auch nicht. Nein, doch, da haben wir. Das heißt, morgen sind wir beim 13. Das heißt, wir hätten letzte Woche hingehen müssen. Schade. Aber heute ist ja Freitag und da ist eh scheißegal. Gehen wir weiter. Das ist eine Großpackung Ramen. Ich weiß nicht, manche kennen das vielleicht, aber die sind so ein scharfer Scheißdinger. Mein Cousin isst die gern. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich bringe mal mit. Weil er hat mir die Oma zum Geburtstagsgeschenk gepackt und da habe ich die vergessen. Die lag dann irgendwo im Abstellraum, dann sind die abgelaufen. Das ist ja toll, was ein Scheiß. Aber jetzt probiere ich mal eine. Ich meine, die sind so lange haltbar. Ich weiß nicht, warum die bei mir kaputt gegangen sind. Aber ja, ich probiere mal. Was hat die? 100 Gramm haben 389 Kalorien. Also das ist ja nicht normal. Da Kohlenhydrate, 60 Gramm. Das sind... Ja, ich weiß, ich bin auf so einem Trip. Aber bei mir funktioniert das mit dem Abnehmen, deswegen gucke ich da echt drauf aus. Bei dem Zweck sage ich jetzt mal, okay, ausnahmsweise hoch. Ich wollte wieder spoilern. Was ist das? So, ein paar Spieße. Sind das dieselbe Sorte? Wir haben, glaube ich. Ach nee, wir haben doch nur die zwei geholt. So, was steht da? Na, jetzt könnt ihr es sehen. XXZ. Chicken Flavor. Steht auch die Kalorien drauf. Gucken wir mal. Yo, moin. So viel. Udon-Nudeln. Klassiker. Gucken wir da mal drauf. Ja, das sind Nudeln, die haben wir immer weg. Egal. Was ist das? Irgendwie irgendwas mit Nudeln. Was ist das? Ah, Curry. Japanese Curry Mix. Das Gute ist, es ist halt schon fertig. Das muss man nur noch reinmachen. Ins Fleisch und gut ist. Das ist voll schwer. Das sind ja wahrscheinlich auch irgendwelche Nudeln da drin. Die Verpackung ist cool. Ja, da steht es ja ungefähr, was man hier. Also halt schon fertig gerichtet, kann ich es einfach mal. Und? Die Freundin hat sich Stäbchen gekauft. Da lacht sie. Das sind die besten Stäbchen, die jemals. Also Chopstick Helper. Ich, ja. Chopstick. Okay, warte, ich muss das kurz mal aufmachen. So, die Frage von heute. So, Oh, man sieht den Finger, sorry. Also das ist hier.
Ich glaube, ich habe mehr Probleme mit dem zu essen als mit normalen. Ich meine, okay, das, man merkt schon, das ist hilfreich. Das ist schon hilfreich, aber... Echt, das ist zu glatt. Das ist zu glatt. Ja, es geht schon, aber naja. Braucht man nicht. Ich habe eigene. Was sind die eigentlich? Ich habe voll die coolen. Die sind hier drin. Ja, die da. Das sind meine. Die da. Die sind ganz cool. Und dann habe ich eigentlich neue bekommen von der Manga-Box. Die habe ich ganz vergessen, ein Unboxing zu machen. Das ist voll dumm von mir gewesen. Also das ist alles hier. Plus die da. Hier ist nichts mehr drin. Also das ist gar nicht viel. Das hat voll viel gekostet. Naja. Ja. That's it. That's it. Uah. Die Japan-Box kann ich ja mal kurz zeigen. Ich hab das, ich weiß nicht, vor lauter Laut habe ich das aufgemacht, weil ich unbedingt gucken wollte, was da drin ist. Ja, und dann habe ich mir gedacht, oh scheiße, ich hätte es ja eigentlich aufnehmen können. Aber ich zeige euch das jetzt einfach mal jetzt, so was da drin ist. Ja, gib mit an mit deinen Stäbchen-Dingern da. So, ich lasse es mal hier. Einmal das Ding hier. Das ist, um Sojasauce draufzustellen, Salz und Pfeffer und sowas. Für Getränke ist das nicht so gut. Ich habe geguckt, das ist, ja, na, das soll halt nicht unbedingt dreckig gemacht werden, weil die Hasen hier gehen ab. Das muss ja nicht sein. Oh, guck, wir schon das erste Mal hier. Das ist ja nur unnötig. Scheiß drauf. So, was haben wir dann hier? Natto. Ein Pausenbrot-Dings von City Hunter. Das ist eigentlich ganz cool. Das kann man hier so, kann man sagen, hier kommt mal die Radieselsche rein. Da kommt ein Stück Brot rein und gut ist. Ja. Cool. So, dann ein Anhänger von, wie heißt das? Kuroko no Basket, glaube ich, oder so. Das muss Schokolade sein von Dragon Ball. Ich denke mal, dass es Schokolade ist. Denke ich mal. So, das Ding ist ganz cool hier. Das da. Es wird mit Licht betrieben, also Solar. Wenn da halt Licht drauf kommt, wackelt das Ding hier so. Und das. Scheißegal. Ist halt, wenn man Katzen hat, nicht so gut. Deswegen weiß ich noch nicht so genau, wo ich das hinstellen werde. Ja, aber so ungefähr würde es dann wackeln. Boing, 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 boing. Ganz cool. Und dann habe ich hier noch Stäbchen bekommen. Kann ich eigentlich da mal rausmachen. Zu den anderen dazugeben, wenn ich das mit einer Hand hinkriege. Spring doch einfach hoch. Na? Du bist Ding. So. Ist auch falsch rum. Hier, so jetzt. So. Mit Hasen drauf. Und hier vorne sind die so ein bisschen rau, wenn ihr das seht. Für besseren Grip. Für besseren Grip. Grip, grip, grip. Grip, grip, hier so, grip, grip, grip. Grip, 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 grip. Man lacht schon. Ja, that's it, that's all. Ja. Jetzt sitze ich hier und weiß nicht, was machen. Ich habe mir wieder so ein paar Japan-Boxen bestellt, das ist die erste von drei. Ich glaube, das ist eigentlich immer das beste Angebot, wenn man drei bestellt, das kostet, glaube ich, 80 Euro oder sowas. Und dann kommen halt jeden Monat eine Box. Ich habe ja gesagt, ah, ich bestelle mir keine mehr wegen Geld und so Zeugs, aber ich dachte mir, ach komm. Ich fand die Box eigentlich immer ganz cool. Hier, was so alles drin sein kann. Da ist ja immer entweder oder. Ja. Jetzt hat es aufgehört. Da jetzt. So,
Und das war's. Vielen herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.